jetzt ist Tag 12 von der Gym. Heute geht's mit den Prüfungen los. Ich bin jetzt schon aufgewacht wieder und jetzt ist Tag 12 von der Gym. Heute geht's mit den Prüfungen los. Ich bin schon richtig aufgeregt, aber erstmal kriegt Juni Heu und Wasser nochmal und wir sagen guten Morgen. Und dann holen wir uns was zu frühstücken und dann geht's heute Abend um 19.30 Uhr mit meiner V5 los, also mit meiner Viergang 5. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und bin gespannt, ob ich ins B-Finale komme. Irgendwie hoffe ich, dass ich ins B-Finale komme. Ich glaube aber nicht. Und selbst wenn, dann freue ich mich einfach. Und wenn ich vom B-Finale ins A-Finale komme und da dann auch noch gewinne, das wäre mal richtig cool. Aber wir wollen ja nicht zu große Hoffnungen machen. Ich glaube nicht mal, dass ich ins B-Finale komme. Ich gehe jetzt gerade zu Juni. Jo, ist ein bisschen kalt. Aber das geht eigentlich. Ich kann mir auch gleich die Jacke noch zumachen. Ich habe hier einen warmen Pulli an und da drunter mein cooles Poloshirt von gestern, was ihr bestimmt gestern schon gesehen habt. Guten Morgen, mein Grüßer. Ja? Ist das noch Rest von gestern oder hast du mir ein Frühstück gegeben? Da liegt noch kein Frühstück, das kriegst du gleich aber noch. Und abäppeln. Genau, aber darf ich jetzt endlich mal Mut geben oder nicht? Wie es aussieht, hast du aber nicht geschlafen, Pauline. Naja. Willst du mal Hallo sagen? Nee? Hallo, wir sind jetzt gerade beim Edeka in Sandkrug, mit Maske natürlich, und holen uns jetzt Frühstück. Ich bin gespannt, was ich esse und das werdet ihr gleich sehen. Ich esse jetzt nochmal Brötchen mit dem selbstgemachten Rührei. Und dann geht's auch bald schon wieder zum Stall. Ich gehe jetzt gleich einmal zur Versammlung, wo ich mein Landesverband-T-Shirt oder Pullover bekomme. Und ich bin schon richtig aufgeregt auf heute Abend, denn bald ist es soweit und dann reite ich meine erste Prüfung. Ich bin so aufgeregt. Juni hat jetzt wieder Heu und Wasser. Nach der Versammlung gucke ich auch nochmal zu ihm. Und dann fangen auch bald schon die ersten Prüfungen an. Da möchte ich auf jeden Fall zugucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. So, ich bin mit Juni jetzt ein bisschen geritten. Und war eigentlich ganz gut, bis auf so ein paar Bocksprünge. Mich hat hier eine Mücke gestochen, weshalb ich das T-Shirt auch gerade so hoch halte. Die T-Shirts haben wir vorhin bekommen und dazu noch ein Langarm-Shirt. Ich finde die richtig cool. Ich gehe jetzt gleich noch was Mittagessen, dann bin ich wahrscheinlich um 18.30 Uhr wieder hier. Wir haben es jetzt 4, also in 2,5 Stunden. Und dann muss ich nochmal meine Boots putzen, denn die sehen dreckig aus. Juni nochmal die Beine ein bisschen sauber machen und den Schweif. Und um 19.30 Uhr fängt dann meine Prüfung an, aber ich bin in der 7. Gruppe. Das ist heute meine V5. Und dann melde ich mich später wieder. Dieses Ding hat mich nass gemacht. Also nicht dieses Ding, sondern so ein Ding hat mich nass gemacht. Deswegen gehe ich jetzt auch lieber wieder weg. Leute, seht ihr diese Kartoffeln da? Ich befürchte, meine Eltern müssen sich was anderes zum Mittagessen suchen. Denn die esse ich alle auf. Nein. Ich liebe halt einfach Kartoffeln und wir machen jetzt zum Mittagessen Kartoffeln. Und ich bin gespannt, wie viele dann am Ende noch über sind.
Denn meine Kartoffeln. So, wir haben jetzt 18 Uhr und wir fahren jetzt auch schon wieder zu Juni hin. Ich werde ihn dann ein bisschen putzen, einmal die Beine und den Schweif ein bisschen waschen. Und das auch eigentlich als erstes machen, denn es soll ja zur Prüfung schön trocken sein, auch wenn es in der Prüfung wahrscheinlich wieder dreckig wird, aber sind halt weiße Pferde oder helle Pferde, die werden sehr schnell dreckig. Dann fängt um 19.30 Uhr die Prüfung an. Ich bin in der siebten Gruppe. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich so um 8 oder so erst starten. Ich bin irgendwie schon voll aufgeregt. Aber irgendwie ist gerade auch so die Aufregung nicht so da. Irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und ich gehe einfach mit einem guten Gefühl in die Prüfung, hoffentlich. Und komme hoffentlich auch wieder mit einem guten Gefühl raus. So, mittlerweile habe ich meine Startnummer 118 an beiden Seiten dran gemacht. Auf der anderen Seite ist sie auch schon am Startbügel dran. Juni steht da und düst noch und gleich geht's schon los. Ich bin gerade irgendwie so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe mein Glückst-T-Shirt an. Von hinten auch. Nee. Und ich hoffe, das bringt wirklich Glück. Man kann es nur leider nicht sehen, weil da Weste und Jackett drüber ist, aber das ist, hoffe ich, nicht schlimm. Ich glaube, Juni ist überhaupt nicht aufgeregt. Der ist froh, wenn er laufen darf. Und man hört auch die Lautsprecher hier und die stören ihn auch überhaupt nicht. Also, der ist tiefenentspannt. Der Bandmessor Willi mit Juni vom Kurzhof. In grün startet Willi Janusz mit Fanti Schoppingball. Und im blauen Lisa hier Heidi Fritsche mit Jara vom Bergfeld. Bitte schön, die erste Aufgabe ist euer Töpf. Wir freuen uns drauf und wünschen euch ganz viel Spaß. Bitte. Schön, bitte Traben, Aufgabe 2. Schön, dann kommen wir zu eurem Schritt. Nächste Aufgabe bitte, Schritt reiten. Danke.
Dankeschön. Wir kommen zum Galopp mit den Aufgabe 4. Viel Spaß dabei. Ausreiten. Geht's weiter bitte mit Zoe Willing und Uniform Konzert mit gelbem Band. 4,8, 4,8, 4,4, 4,8 und 4,8, glauben wir. Dankeschön. Ja. Ihr habt die Prüfung hier gerade gesehen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, bis auf den Buckler. Dann gehe ich jetzt auch ins Bett.